Region Hannover. Ja, bevor wir jetzt zur Verlosung der Schalen oder zum Ablauf der Verlosung kommen, möchte ich jetzt hier noch einen Baum vorstellen, den einige von euch kennen werden. Das ist eine Rotbuche. Und die habe ich vor einigen Tagen schon separiert. Mir ist aufgefallen, dass einzelne Äste einfach abgefallen sind. Als es regnete, zeigte der Stamm gewisse Pustelbildungen, die ich jetzt zwar auch erkennen kann, die kann ich euch aber nicht so deutlich machen. Deshalb werde ich euch das mal kurz einblenden. Es handelt sich dabei um die Rotpustelkrankheit. Und das ist jetzt der fünfte Baum, der mir seit 2020, seit dem Frühjahr 2021 verloren geht. Ich habe dann gestern oder vorgestern erstmal mit Holger aus der Steiermark geschrieben. Und Holger sagte, ja, da kann man nichts machen. Das ist Rotpustelpilz. Wo der herkommt, weiß ich nicht so genau. Wollte ich mich aber nicht ganz mit zufriedenstellen. Ich habe dann meinen Baumschulgärtner angerufen und ihn gefragt. Er sagte, bloß weg damit. Verbrennen. Bloß weg damit und alles Mögliche desinfizieren, was damit in Berührung kommt. Und dann habe ich gefragt, sag mal, kannst du dir vorstellen, wie das zusammenhängt? Ja, sagte er, das ist ganz, ganz klar. Das sind die trockenen Sommer und dann kommt ein nasser Herbst. Und im Herbst kann der Baum gar nicht so viel Wasser verbrauchen, wie er dann unter Umständen kriegt. Tipp dazu, stellt die Bäume im Herbst nicht mehr in den vollen Regen, wenn wir einen heißen Sommer hatten. Das begünstigt den Rotpustelpilz, die Rotpustelkrankheit. Und damit ist der Baum dann verloren. Der gehört auch nicht mehr in die Sammlung. Der muss da weg und verbrannt werden. Im Anschluss habe ich dann noch einmal telefoniert und kriegte dieselbe Antwort aus verschiedenen Quellen. Und deshalb kann ich euch gleich sagen, das hier wird verbrannt, das Substrat wird vernichtet, kommt in Restmüll, die Schale wird desinfiziert mit 98%igem Alkohol. Holger aus der Steiermark sagte sogar noch was von, ich weiß gar nicht, Wasserstoffperoxid, eine 3-5%ige Lösung, um die Schale auszuwaschen. Ich habe noch einen weiteren Baum, dem das so gegangen ist, der auch bekannt war. Es handelt sich dabei um die Moorbirke. Die ist genauso umgefallen und auch da gehe ich davon aus, dass ich sie hätte, beide oder auch die anderen, die dabei zum Opfer gefallen sind, einfach mehr in etwas trockenere Bereiche, sodass das Substrat zwischendurch auch mal abtrocknen kann und nicht in diesem ständig nassen Wetter im Herbst immer mehr versumpft. Hier ist kein Sphagnummoos drin, das war in der Moorbirke auch nicht drin. Trotzdem hat der Pilz die Oberhand gewonnen. So, ich würde sagen, jetzt kommen wir zum angenehmeren Teil. Gehen wir mal in Richtung Schalen. Bis gleich. Ich möchte jetzt keine Irritationen aufkommen lassen. Ich habe meine Hände desinfiziert, habe den Arbeitsplatz desinfiziert. Nur zur Information schon mal vorab, weil ich diesem Rotpustelpilz ganz einfach fürchterliche Eigenschaften zugestehe. Das ist leider so. So, beginnen wir mit Schale Nummer 1. Ich nehme jetzt einfach willkürlich die Reihenfolge, denn im Grunde ist die völlig irrelevant. Denn ich werde bei der Ziehung eine Liste machen von allen, die entsprechend reagiert haben in den Kommentaren. Und wie, das beschreibe ich jetzt auch mal, jeder, der daran teilnehmen möchte, kann einfach Schale als Kommentar, alleinstehendes Wort für sich, Schale, da in die Kommentare geben. Und dann kommt er schon in die Auszugsliste, in die Liste, aus der die Verlosung dann letztlich gemacht wird. So, Andreas, Frage von dir. Dies hätte ich hier schon fast der großen Birke zugeordnet, diese Schale. Weil die schön hell ist, weil die so ein bisschen diese Struktur hat. Ich war drauf und dran und wollte aber Bodo nicht enttäuschen und habe gesagt, okay, ja, ich hätte sie gerne genommen. So, ich zeige euch jetzt mal von unten.
einfach die Schale. Das werde ich jetzt mit den anderen auch machen, also keine Sorge. Hier haben wir die erste Schale. Ich finde, super sauber gearbeitet. Es gibt sehr, sehr viele Löcher, mit denen die Bäume befestigt werden können. So, und wie gesagt, in die Kommentare schreibt ihr Schale. Dann habe ich hier noch weitere Regeln. Jeder Teilnehmer hat eine Stimme. Wenn ich also mehrere Male bei einer Person zuordnen kann, dass der Schale geschrieben hat, werde ich das nicht berücksichtigen. Jede der drei Schalen wird einzeln verlost. Die Regeln könnt ihr nachher in der Videobeschreibung auch sehen. Einzeln verlost heißt, ich gehe einmal in die vollständige Liste, suche den ersten aus oder lasse den ersten aussuchen durch den Zufallsgenerator, genau das war das Wort. Dann steht ein Name da, aber den nehme ich bei der nächsten Ziehung dann aus der Liste raus. So, eine Zahlung von Transportkosten ins europäische Ausland ist möglich. Ansonsten wollte ich das generell vermeiden, aber ich weiß ja, dass jetzt auch einige dabei sind. Italien, Spanien, Holland, ja, es gibt noch Österreich, es gibt also dummerweise relativ viele, da weiß ich noch nicht ganz genau, wie ich das machen soll, weil das ja doch ein recht großer Aufwand ist. Ja, das wird also in einer Liste zusammengeführt. Dann werden die Schalen so verlost, wie sie mir gerade in die Hand kommen. Also es gibt keine bestimmte Reihenfolge. Und dann gibt es am 26. Februar, nächste Woche Sonntag also, die komplette Ziehung. Und die wird am Bildschirm sichtbar sein. Zumindest versuche ich das. Dann habe ich in der Videobeschreibung drin stehen, wie ihr mich kontaktiert, wenn ich eure Adresse noch nicht habe. Das kam mir jetzt häufiger mal vor. Und da steht eben meine E-Mail-Adresse oder auch die WhatsApp-Nummer oder eben Handynummer, je nachdem. Beides ist ja möglich. Die meisten werden ja auch aus dem europäischen Ausland anrufen können, beziehungsweise eine SMS oder eine WhatsApp schreiben können. So, jetzt haben wir die erste Schale abgearbeitet. Nee, haben wir noch nicht ganz. Wir wollen ja noch die Maße eben aufschreiben. Wir haben hier ein Außenmaß von 30 cm und in der Mitte sind es 22 cm. Also 30 mal 22. Ich notiere mir das auch eben, weil ich es jetzt direkt vor mir vor der Nase habe. 30 mal 22. Und komme dann zur nächsten Schale, nämlich der Schale, die ich als ideal für eine Waldschale ansehe. So, auch hier mal ein Blick von unten. Also, sie stehen fest, es wackelt nichts, es ist alles super gemacht. Sie hat unterschiedliche Höhen hier. Die tiefste Stelle in der Schale ist 8 cm. Die schmalste Stelle ist 4 cm. Das heißt, es lässt sich hier zum Beispiel eine Landschaft gestalten, die schon deutlich besser aussieht, weil sie mit der Schale schon so eine kleine Vorgabe hat. Auch von den Farben her finde ich so einfach genial. So, ihr seht vielleicht auch die beiden unterschiedlichen Farben am Rand. Ich war hellauf begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das aber ja nicht nur von dieser Schale, sondern auch von den beiden anderen. So, jetzt haben wir hier eine Länge von dieser Schale an der längsten Stelle von 41 cm und an der schmalsten Stelle 20 cm. 41 mal 20 und dann eben in Wellen. 41 mal 20 in Wellen. So.
Das kommt dann auch noch in die Videobeschreibung. So, also geht's zur nächsten Schale. Hier ist es vielleicht noch alles besser zu erkennen. Ihr seht vielleicht auch die vielen, vielen Löcher, die da sind, wo man Drähte durchziehen kann. Es ist sensationell. Ich weiß, was für Arbeit darin steckt, weil ich das selbst schon gemacht habe. Das war eine Aufgabe in der Oberstufe, im Kunstkurs vor, ich sag's lieber nicht, das ist ewig lange her, man fühlt sich dann so alt. So, Schale Nummer 3. Auch hier, ihr seht es, die ist riesig. Ihr seht auch die vielen Löcher, die da sind. Ein 2 mm Draht, ich glaube sogar 2,5 mm passt da gut durch. Von unten ebenfalls kein Gewackel oder sonst was, es steht fest. Wunderbar gemacht. Ich bin total geflasht. Von diesem Angebot, da konnte ich nicht Nein sagen. Ich habe es auch viel zu spät erst gesehen, da war ich noch in der Schule. Tiefe, gute 5 cm, aber unterschiedlich. Mal 4, 4,5. So. Dann haben wir aber noch in Oval 43 cm Länge. Auch das notiere ich mir eben. Und in der breitesten Stelle in der Mitte 36,3. Damit ihr schon mal zu Hause gucken könnt, ausmessen könnt, wo könnte ich sie hinstellen. So, für heute war es das erste einmal von mir. Ich bringe das Sonnenlicht noch mal ein bisschen näher zu euch, denn es ist im Moment gerade sehr, sehr sonnig. Ich bringe es jetzt ein bisschen zu euch hin. Das zeigt doch deutlicher so ein bisschen von der Struktur der Schale. Und auch hier ist unten wieder zu erkennen, alles sauber gearbeitet, kein Gewackel, kein Geklopfe, wunderbar. Wie gesagt, ich bin total begeistert. Ihr könnt gerne noch andere Kommentare da lassen, aber wenn ihr an der Verlosung teilnehmt, schreibt bitte nur erstmal Schale und in einem weiteren Kommentar dann eure Meinung dazu. Vielen Dank, einen schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.